So, ich begrüße recht herzlich in der IHK München zum 18. IFO-Branchendialog. Ich begrüße ganz besonders herzlich unseren Staatsminister für Wirtschaft und so weiter, Herrn Staatsminister Pschirer. Ich sage später noch was, Herr Pschirer. So, ich begrüße Herrn Benedikt, Präsident der Bundesbank in München. Ich begrüße Herrn Professor Fürst, Frau Dittmar, Mitglied des Vorstands des IFO-Institutes. Ein herzliches Grüß Gott von allen. Meine Damen und Herren, ich weiß, die Stunde ist früher. Trotzdem lassen Sie mich wagen, mit einem ganz kurzen, das ist wirklich nur ein kurzer historischer Exkurs anzufangen. Da geht es nämlich um den wirtschaftlichen Binnenmarkt und eine möglichst einheitliche fiskalische ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das war das Ziel vor 185 Jahren, als sich Vertreter des süddeutschen und des norddeutschen Zollvereins zum deutschen Zollverein zusammengeschlossen haben. Am 1. Januar 1934 trat dann der Zollvertrag in Kraft. Damals waren in Deutschland 25 Millionen damit abgedeckt. Sie konnten nun endlich in einem gemeinsamen Markt zollfrei miteinander verkehren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Bückeburg, Schaumburg-Lippe, was es da alles so an Grafschaften und Fürstentümern gab. So, also da waren die Zeiten kleinstaatlicher Zoll- und Grenzkontrollen endgültig besiegelt. Damit war der erste Stein, das Fundament gelegt, war die Weiche gestellt, dass Industrialisierung in Deutschland nun endlich beginnen konnte. Wenn wir das mal im Angelsächsischen sehen, vielleicht auch im französischen Bereich, eigentlich sehr spät schon. So, wenn wir uns das heute ansehen, ja gut, mit Deutschland haben wir möglicherweise die Grenzen innerhalb Deutschlands überwunden. Bei der Kulturpolitik weiß ich nicht so ganz genau, aber das ist heute hier nicht das Thema beim IFO-Branchenkonto. Wir sehen aber kleinstaatliches Denken und multilaterale Ansätze ist schwierig geworden. Kleinstaatliches Denken nimmt zu, multilaterale Ansätze erteilt man immer wieder rüden Absagen. Denken wir nun mal an den Brexit, egal wie er nun ausgeht, der konfliktäre Fiskalkurs der italienischen Staatsregierung oder auch die Zunahme von Handelskonflikten. Vielleicht werden wir nachher etwas da hören, wie das Ergebnis, was heute früh übermittelt ist, zumindest eine ganz kleine Marscherleichterung bringen kann. Aber auch da gibt es ja schon kritische Stimmen. Wir sehen also, in all diesen Punkten sieht es immer wieder so aus, kurzfristigen Eigeninteressen wird mehr Gehör geschenkt als dem Wohl und dem Zukunft der Gesamtheit. Wenn wir sehen, wie sieht das für die deutsche Wirtschaft aus, dann sehen wir als IHK Folgendes klar und deutlich. Wir sind arbeitsteilig, wir setzen auf globalisierte Wertschöpfungsketten. Ich denke, das ist der Konsens für alle. Und damit sind wir natürlich bei dieser Entwicklung einem besonderen Risiko ausgesetzt. Professor Fürst, Sie werden dazu uns die harten Fakten noch liefern. So, und dann kommt natürlich hinzu, dass, wenn man sich die deutsche Politik ansieht, ist, glaube ich, das Neutralitätsgebot, dem ich als IHK-Präsidenten unterliege, nicht verletze, wenn ich sage, die deutsche Politik nun ist im Moment nicht gerade ein Zeichen für einen brandungssicheren, brandungsstabilen Fels. Stimmen Sie mir dazu? Ich höre keine Gegenstimmen. Sie können feststellen, dass binnen eines Jahres bereits zweimal ein Bruch der Regierungskoalition im Raum stand. Man könnte vielleicht sagen, dass parteipolitisches Taktieren bevorzugt wird gegenüber politischer Stabilität. Wenn wir uns hingegen die Stimmung in der bayerischen Wirtschaft ansehen, dann sehen wir, dass die jetzt in Folge im achten Jahr mittlerweile überaus gut ist. Das hat uns der neulich veröffentlichte BIHK-Konjunkturreport gezeigt. Wir wissen aber, dass wir uns gleichwohl auf ein niedrigeres Wachstum einstellen müssen. Wenn wir uns jetzt den kürzlich erschienenen IFO-Konjunkturbericht-Index anschauen, sehen wir auch, dass dort auf eine deutlichere Schwächephase für Deutschland insgesamt hingewiesen wird. So, wie sieht es bei uns aus? Wir haben also neben den eben genannten Unsicherheiten vor allen Dingen der Fachkräftemangel als wichtigen Punkt für die bayerische Wirtschaft.
Wenn wir uns bei unseren Mitgliedern umfragen, dann sehen wir, 2 von 3 Betrieben sehen ihn als deutliches, als wichtiges Geschäftsrisiko. Wir hören von rund jedem 2. Unternehmen, dass offene Stellen langfristig nicht besetzt werden können. Ohne zusätzliche Mitarbeiter ist aber kein Wachstum oder keine Stabilität langfristig für diese Unternehmen möglich. Was passiert gleichzeitig? Die Nachfrage beginnt zu schwächeln, Exportgeschäfte werden schwieriger, die Weltwirtschaft wächst nicht mehr so stark und auch die Inlandsnachfrage verliert an Fahrt. Wir haben steigende Ölpreise entziehen dem Konsumenten Kaufkraft und kosten Wachstumspunkte. Wir hören, dass Unternehmen aufgrund der Unsicherheit ihre Investitionsentscheidung hinterfragen. Wir sehen bei der Industrie, Erweiterungsinvestitionen werden teilweise schon auf Hold gelegt. So kann man sagen, dass damit die Rahmenbedingungen doch wohl fragiler geworden sind, dass für uns alle das konjunkturelle Fahrwasser rauer wird. Professor Fürst wird uns nachher Zukunftseinschätzung präsentieren und wird uns aufzeigen, wo wirtschaftlicher Handlungsbedarf existiert. So, da stellt sich für uns als IHK, die wir die Interessen unserer Mitglieder in München und Oberbayern knapp 400.000, in ganz Bayern knapp 1 Million vertreten, die Frage, was brauchen wir? Und das als erstes, was das Wichtigste für uns als Unternehmen ist, wir brauchen politische Stabilität. Und politische Stabilität, meine Damen und Herren, heißt nicht Stillstand. Wir verstehen darunter stabile Mehrheitsverhältnisse für eine Regierung und zum anderen aber auch Regierungsparteien, die die Fähigkeit haben, über eine gesamte Legislaturperiode regieren zu wollen und das auch können. Politische Stabilität ist ein Punkt, ist der wichtige Punkt. Der andere Punkt ist eine vernünftige, eine weitsichtige Standortpolitik. Das ist für uns Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung unseres Standortes und ist ein Erfolgsfaktor. Wir wissen, das ist ein Marathon. Da ist es erforderlich, die eigene Leistung ständig zu hinterfragen. Und es ist aber auch wichtig, dass schwierige Entscheidungen manchmal auch gegen den Widerstand einzelner Gruppen durchgesetzt werden. Da müssen eben Zukunftsentscheidungen ganz klar erkannt werden, argumentativ durchgesetzt werden. So, Sie kennen die Beispiele, das sind die Stromnetze, die unterliegen wohl, Herr Minister, einer gewissen Diskussion gerade wieder. Ich hoffe, es war politisch, diplomatisch genug ausgeführt. Oder wir haben auch das Aufstellen neuer Funkmasten. Man kann nicht das eine wollen, ohne das andere tragen zu wollen. So gibt es viele Punkte. Wir haben, meine Damen und Herren, wir haben eine Entwicklung hinter uns, die man durchaus vielleicht umgangssprachlich als Boom bezeichnen kann. Wir haben uns selbstverständlich an steigende Löhne gewöhnt, sprudelnde Steuereinnahmen, eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Und da breitet sich so eine gewisse, Lässigkeit aus, vielleicht sogar eine Müdigkeit. Sie kennen das ja. Bei guten Partys, die richtig lange dauern, dann ist man am Ende, am frühen Morgen nur noch unendlich müde. Dann ist die Tatkraft so ein bisschen erlahmt. Das geht dem einen oder anderen von Unternehmen auch so, dass diese Sättigung da ist. Aber dem dürfen wir nicht erliegen. Da müssen wir jetzt durchstarten. Wir brauchen Standortpolitik gerade bei den Erfolgen und wir müssen auch sehen, dass die Widerstände gegen Einschnitte, die wir machen müssen, die nehmen zu und dagegen müssen wir argumentativ vorgehen, da müssen wir das intensive Gespräch suchen. Wenn wir uns nämlich die Wählerauswahlen, die Auswertung der Wählerbefragung der letzten Landtagswahlen in Bayern und in Hessen anschauen, dann ergeben die für uns als Wirtschaftler ein erstauntes Bild. Wirtschaftspolitik haben für die Bürger nur noch eine untergeordnete Rolle bei der Wahlentscheidung gespielt. Erstaunlich. Und da muss man nicht weiter nachdenken. Wir sagen, was passiert dann im nächsten Rezessionstal? Da werden wir von einem enormen Reformberg stehen. Und bei der jetzigen Verfassung, die wir haben, dieser gewissen Müdigkeit, dieser Sättigkeit, die Sättigung, die möglicherweise da ist, da müssen wir uns fragen, werden wir dann aus dem nächsten Standortwettbewerb als Sieger hervorgehen?
das ist, wie sagen Banker das immer, das ist ein klein wenig ambitioniert vielleicht. Nicht? Kann man das so sagen? So. Aber jetzt komme ich weg von der Politik. Nochmal zwei Worte zu IHK. Ich habe vorhin über die Zollunion gesprochen. 10 Jahre später wird ein weiterer Schritt zur Industrialisierung, zur Kräftigung der Unternehmerschaft in Bayern getan. Da unterzeichnet dann König Ludwig I. von Bayern, ich darf das mal vorlesen, seine allerhöchste Verordnung, die Einführung von Handelskammern betreffend. Das ist häufig von den Wittelsbachern als große, weise Entscheidung geführt worden. Das war sie bestimmt auch, diese Unterschrift. Aber es gibt durchaus Quellen, die Münchner IHK hat ein sehr gut sortiertes Wirtschaftsarchiv, die sagen, dass es doch ein klein wenig schwierig war, dass meine Herren vom Ministerium, Sie sind heute sehr vorausschauend, aber damals waren die Berater, die ministerialen Berater des Königs doch etwas zögerlich. Die sahen es als sehr skeptisch an, dass man den normalen Kaufmann ohne Zacken in der Krone, dass man dem Verantwortung übertragen darf und dass man diese Macht des Kaufmanns stärken darf. Aber das ist ja ganz anders geworden. Die Wittelsbacher sind damit jetzt auch versöhnt. Das mal so als kleine Sache. So, also damit sind nun zum ersten Mal seit 175 Jahren die Belange der Unternehmer berücksichtigt worden. Wir haben gesehen, was aus Bayern geworden ist. Man hat diese Belange berücksichtigt. Man hat einen Motor in der Wirtschaft installiert. Dieser Motor hat für alle, die in Bayern leben, wirklich Zufriedenheit und Wohlstand gebracht. Und das soll auch weiterhin so werden. So, das ist auch die Sache, weshalb wir als IHK immer wieder für all unsere Mitglieder, Sie wissen, knapp 400.000, knapp 1 Million, deutlich unsere Stimme erheben. Und wenn wir dann in diesem Jahr und Anfang des nächsten Jahres entsprechend feiern, dann feiern wir wirklich die Kraft, den Einfluss, die Stimme, die wir alle haben in Bayern. Und das muss auch so bleiben. Da dürfen wir uns ganz egal, was passiert, ja nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. So, wir müssen wissen, Wachstum ist wichtig, wirtschaftliche Stabilität ist wichtig und das ist Aufgabe der Interessenvertretung der Wirtschaft, das immer wieder in den Mittelpunkt, in den gesellschaftlichen Diskurs zu stellen. Das ist unsere Aufgabe, die wir als IHK haben. So, aber ich will unserem Hauptredner nicht die Zeit stehlen. Ich freue mich jetzt auf die Ausführungen und ich freue mich besonders auf die Ausführungen von unserem Staatsminister, Herrn Schirer. Und bei mir im Text steht jetzt drin, wir sind gespannt von Ihnen zu hören, wie die Staatsregierung dazu beitragen will, dass Wirtschaftspolitik wieder mehr Raum erhält. Nein, den Text werde ich so nicht sagen. Herr Schirer, wir müssen jetzt sehen, ob die Weichen, die Sie gestellt haben, Ihre Zeit als Staatssekretär, die Sie als Minister gestellt haben, und ob dieses, jetzt muss ich vorstellen, ich muss ja neutral sein, ob dieses Engagement, diese Leidenschaft, die Sie gezeigt haben, die habe ich persönlich auch mal in Gesprächen gespürt, wie sich wirklich für uns als Wirtschaft, gerade als mittelständische Wirtschaft in Bayern eingesetzt hat. Dass diese Weichenstellung, dass dieser Schienenlauf erhalten bleibt, dass es so weitergeht. Für das, was Sie für uns geleistet haben, an dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön. Ich denke, sollten wir dem Minister einen großen Applaus geben. Herr Minister, jetzt haben Sie das Wort.